Frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt. Ich habe letzten Monat 24 Andachten auf Instagram gepostet. Und falls ihr sie verpasst habt, ich habe sie auch gebündelt auf YouTube hochgeladen. Klickt einfach hier und dann kommt ihr auf diese Videos. Und eine Andacht, da ging es um Römer 12,2, wo steht: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und dann habe ich die Nachricht bekommen von jemandem, der gefragt hat, okay, schön und gut, aber was ist denn eigentlich Gottes Maßstab? Und daraufhin habe ich mir gedacht, ja, gute Videoidee, das mache ich als nächstes. Und jetzt sind wir hier. In erster Linie ist Gottes Maßstab natürlich, alles aus Liebe heraus zu tun. Aber ich finde, das ist jetzt nicht konkret genug. Deshalb habe ich mir gedacht, heute vergleiche ich mal 5 Beispiele, wie Gottes Maßstab aussieht und wie der Maßstab dieser Welt aussieht. Ich will von Anfang an sagen, dass ich natürlich Gottes Maßstab nicht erreiche. Keiner kann Gottes Maßstab erreichen, sonst wäre Jesus ja umsonst gekommen. Aber es sollte unsere Motivation sein, jeden Tag Gottes Maßstab als Ziel zu haben und danach zu streben. Aber fangen wir einfach mal an. Matthäus 5,21 sagt, du sollst nicht töten. Ich denke, da ist kein Unterschied zur Welt. Die Welt würde auch sagen, okay, du solltest nicht töten. Doch weiter sagt Jesus in 22, schon wer auf seine Mitmenschen zornig ist, muss vor Gericht. Doch die Welt würde sagen, wenn mein Chef mich blöd behandelt, dann ist es legitim, auf ihn wütend zu sein. Wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt, ist es legitim zu hupen und zu schreien und böse zu sein auf ihn. Doch bei Gott sollen wir sogar alles stehen und liegen lassen, um uns wieder mit dieser Person zu versöhnen. Ich denke, das ist ein crazy Maßstab. Das ist der Unterschied. Gottes Maßstab, Weltmaßstab. Nummer 2. Ehebruch. Matthäus 5,27 sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Die Welt würde natürlich auch wieder hierzu sagen, klar, betrügen ist nicht richtig. Obwohl ich mittlerweile auch schon Filme gesehen habe, wo gezeigt wurde, dass Ehebruch, also Fremdgehen, okay ist, wenn die Ehe gerade nicht so gut läuft. Weil wenn die Ehe nicht gut funktioniert, wenn es einfach nicht mehr passt, dann ist es legitim und dann ist es okay, wenn man sich auch in jemand anderes verliebt. Aber in der Allgemeinheit würde jeder sagen, betrügen, Ehebrechen ist ein No-Go. Und auch hier packt Jesus noch eine Schippe drauf und sagt in 28, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, begeht Ehebruch. Dazu würde die Welt aber sagen, und das habe ich schon oft genug gehört, nur gucken, nicht anfassen. Wobei ich mir immer schon gedacht habe, sieht das deine Freundin auch so? Oder sieht das deine Frau auch so? Nur gucken, nicht anfassen. Was ist das für ein Spruch? Jesus sagt sogar weiter, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es raus. Klar übertreibt Jesus hier, aber praktisch in meinem Leben war es immer so, wenn ich Instagram nur genutzt habe, um irgendwelchen anderen Frauen zu folgen, nur weil sie schön aussehen, Models oder was auch immer, dann habe ich mir die Aufgabe gesetzt, diese Person zu blockieren oder Instagram zu löschen, damit du nicht in Sünde fällst. Nummer 3, Scheidung. Matthäus 5,31, da sagt Jesus, wer sich von seiner Frau trennen will, soll ihr eine Scheidungsurkunde geben. Hier würde die Welt genau dasselbe sagen. Wenn du dich mit deiner Frau trennen möchtest, dann geh zum Anwalt oder wie auch immer man das macht und erklärt das. Aber Jesus setzt noch einen drauf. Wer sich von seiner Frau trennt, ohne dass sie betrogen hat, der treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, der begeht Ehebruch. Das jetzt auf unsere Situation. Die Welt sagt hier, wir haben uns auseinandergelebt. Wir lieben uns nicht mehr. Es passt nicht mehr. Wie auch immer, dann geht man sich halt scheiden lassen. Bei Gott heißt es aber, Matthäus 19,6, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht mehr trennen. Es sollte keine Scheidung mehr geben. Man arbeitet so lange daran, bis es wieder funktioniert. Oder man lebt getrennt, aber man sucht sich dann nicht jemand anderes. Natürlich, bei Ehebruch, und ich würde jetzt mal sagen, wenn deine Frau dich die ganze Zeit zusammenschlägt, ist es was anderes. Nummer 4, Vergeltung. Und das war ein Thema, was ein bisschen
schwieriger war, weil ich es nicht ganz verstanden habe, aber ich denke, ich kann es gut auf unser Thema übersetzen. Und zwar geht es weiter mit Matthäus 5, 38, wo es steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Welt sagt nämlich, wenn jemand mir Unrecht tut, besteht das Recht, dass ich diese Person anklage. Wenn sie mir was gestohlen hat, dann, wie gesagt, kann ich sie anklagen, um mein Geld wieder zurückzubekommen. Jesus sagt aber, leistet keine Gegenwehr, wenn jemand euch Böses tut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Das ist, glaube ich, ein berühmter Vers, den jeder so kennt. Aber Gottes Maßstab ist es, nicht mal auf unser Recht zu pochen, sondern wie Gott uns Gnade zeigt, sollen wir Gnade haben mit denen, die uns Unrecht tun. Aber zu diesem Punkt muss ich auch sagen, das ist, glaube ich, der schwerste Punkt für mich. Gerade hier in Deutschland, wo es doch diese Menschenwürde gibt, wo wir das Recht haben und ja, wo wir das Recht haben zu klagen, wenn wir Unrecht behandelt werden. Für mich ist es klar, dass wenn jemand mir viel Geld schuldet, dass ich irgendwie das Geld wieder zurückhaben möchte. Ich bin schon so getrimmt, dass ich mein Recht, dass ich gerecht behandelt werden möchte. In dem Beispiel, denke ich, geht es darum, dass wir nicht unbedingt auf unser Recht pochen sollen. Dass wir nicht unbedingt alles dafür tun, dass wir gerecht behandelt werden, sondern wir versuchen mit unserem Tun Liebe weiterzugeben, indem wir darauf verzichten, unbedingt unser Geld wieder zurückzubekommen, unser Mantel wieder zurückzubekommen, dass die oder der diese Person bestraft wird, weil sie mal was Blödes gegen mich gemacht hat. Ich denke, diese Zeile und Gottes Maßstab ist es, Liebe zu zeigen und auf das zu verzichten, was wir rein theoretisch als Recht hier hätten. Nummer 5, Feinde lieben. Matthäus 5, 43 sagt, liebe deine Mitmenschen und hasse deine Feinde. Dazu würde die Welt Amen sagen. Es ist doch legitim, eine Person zu hassen, die mich schlecht behandelt. Irgendein Diktator in einem anderen Land, ist doch klar, dass ich den hasse, der tötet Menschen und beutet sein Land aus. Das ist mein Feind, den hasse ich, ist doch normal. Aber Jesus sagt wieder, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich denke, langsam sehen wir, dass Gottes Maßstab so weit weg ist von dem, was der Maßstab dieser Welt ist. Jesus verlangt von uns, die zu lieben, die uns Schlechtes tun. Es ist leicht, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben. Es ist leicht, deine Freunde zu lieben. Aber deinen Feind zu lieben, das ist Gottes Maßstab. Und daran sehen wir einfach, wie weit wir von Gottes Maßstab weg sind. Und zum Schluss möchte ich einfach nur wiederholen. Natürlich erreiche ich Gottes Maßstab nicht. Aber das ist mein Ziel, jeden Tag. Nicht zu sein wie die Welt, Römer 12, 2, sondern mich anzupassen an den Maßstab Gottes. Auf mein Recht zu verzichten, meine Feinde lieben, meine Mitmenschen lieben, die mir Schlechtes tun. Nicht die Ehe zu brechen, aber nicht nur nicht die Ehe zu brechen, sondern nicht mal einer Frau hinterher zu gucken. Natürlich ist Gottes Maßstab noch unendlich. Danke fürs Einschalten. Falls ihr noch Fragen oder weitere Maßstäbe habt, schreibt die doch unten in die Kommentare und lasst uns auch einfach diskutieren. Vergesst nicht, das Video zu liken, falls es euch gefallen hat. Für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr gar kein Video mehr verpasst. Schaut doch noch auf dem Channel rum, ich habe noch einige weitere Videos zu unterschiedlichen Themen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.